Herzlich willkommen auf dem Collector Escape Kanal. Ich bin der Schinski. Und ich bin der Ragnar. Und heute gibt es mal kein Deck Profile bzw. Unboxing von uns. Wir möchten euch nämlich ein neues Format näher bringen, was wir uns quasi ausgedacht haben, und zwar Kanal Update. Dieses werden wir jetzt aber auch nach dem Intro näher besprechen. Bevor wir nun mit dem Kanal-Update beginnen werden, würden wir euch gerne den Ablaufplan noch mal etwas näher bringen. Und zwar wird jetzt jeden Montag ein Kanal-Update von uns hochgeladen werden, indem wir euch mit den neuesten Informationen versorgen werden. Das Ganze werden wir in 7 Kategorien aufteilen und dies wird wie folgt aussehen. Die erste Kategorie wird sein Promotions. Dort werden wir auf unsere eigenen Social Medias hinweisen und auf die Social Medias von unseren Partnerkanälen. In der zweiten Kategorie geht es dann um unsere Upload-Pläne. Da werden wir euch vorstellen, welche Videos wir wann hochladen werden, dass ihr da dementsprechend auch wisst, wann was kommt. Die dritte Kategorie wird sein neue Formate und eure Wünsche. Dort werden wir quasi ansprechen, welche neuen Formate wir hochladen oder beziehungsweise was wir an anderen Formaten verändern werden. Und bei eure Wünsche könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr gerne sehen wollt, welche Formate ihr sehen wollt, ob ihr vielleicht auch Unboxings-Wünsche oder Deck-Profile-Wünsche habt oder ob wir mit bestimmten Decks Duelle machen sollen. In der vierten Kategorie werden wir dann nochmal auf den Ablauf eingehen, wie wir Privatleben und YouTube verbinden. Und des Weiteren haben wir dann noch den Punkt Kartenspoiler. In der fünften Kategorie möchten wir euch die Idee der Woche vorstellen. Dort möchten wir quasi immer auf eine Idee eingehen, die wir uns im Kartenspiel von Konami vorstellen können. In der sechsten und vorletzten Kategorie geht es dann um euer Feedback. Gebt uns da gerne Ratschläge zu den einzelnen Punkten, was wir besser oder auch anders machen könnten, damit wir uns da natürlich dann auch dementsprechend weiter verbessern. Die siebte und letzte Kategorie wird sein Q&A. Dort werden wir von der gesamten Woche die gesammelten Fragen beantworten. Fangen wir an mit der ersten Kategorie. In der möchten wir Promotion für unsere Partnerkanäle und unseren eigenen Instagram-Account machen. Wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort posten wir daily Yu-Gi-Oh! Content. Kommen wir jetzt nun zu unserem ersten Partnerkanal. Dieser ist Ari Designs. Den haben wir auch schon öfter beworben in unseren Videos. Hier oben rechts werde ich nochmal seinen Instagram-Account einblenden, also wie er geschrieben wird. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall noch meinen Link zu seinem Instagram-Account. Um jetzt noch näher auf Ari einzugehen, dieser beschäftigt sich mit Designs von Playmats sowie Tokens und Field Center. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, checkt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal seinen Link ab. Unser zweiter Partnerkanal Image Designs beschäftigt sich mit Glaskunst sowie Gravuren. Wenn ihr Näheres dazu erfahren wollt, checkt auf jeden Fall mal die beiden Links unten in der Videobeschreibung ab. Dort findet ihr einmal den Instagram-Account von Image Designs sowie deren Shop. Des Weiteren haben wir von dem Shop von Image Designs noch einen Rabattcode bekommen. Dieser heißt Collector Cave, alles groß geschrieben, werde ich hier oben auch nochmal einblenden. Dort bekommt ihr auf euren kompletten Einkauf 15%, was schon ziemlich cool ist. Und ich würde sagen, checkt diesen auf jeden Fall mal aus. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. In dieser Woche werden wir euch einen abgeänderten Uploadplan vorstellen, wie wir uns den eigentlich vorgestellt haben. Und zwar Montag, wie ihr es jetzt gerade seht, das Kanal-Update. Am Dienstag werden wir dann den ersten Teil von dem Battles of Legends Display unboxen. Am Mittwoch kommt dann der erste Teil von dem Rising Rampage Display. Am Donnerstag kommt dann die zweite Hälfte von dem Battles of Legends Display, wo ihr dann eben halt auch das komplette Display dann einmal bestaunen dürft. Am Freitag werden wir dann die zweite Hälfte vom Rising Rampage Display hochladen. Am Samstag wird dann das erste Structure Deck auf unserem Kanal angeboxt, und zwar das Rocket Revolt. Und als Wochenabschluss haben wir noch eine weitere Premiere, und zwar das Speed-Duell-Deck von Rex und Weevil. Jetzt kommen wir nochmal zu unserem eigentlichen Upload-Plan, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben, wie das Ganze dann natürlich auch standardmäßig hochgeladen werden soll. Am Montag haben wir dann wieder das Kanal-Update. Von Dienstag bis Donnerstag haben wir dann Unboxing-Tage. Da wir hier schon Kommentare bekommen haben, dass das nicht ganz so cool ist, wenn wir immer das gleiche Display unboxen, werden wir natürlich jetzt auch versuchen, andere Displays zu unboxen, um euch auch anderen Content zu bieten. Am Freitag werden wir dann ein neues Format einführen, und zwar das Collector Battle. Dazu wird euch Ragnar aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Da haben wir uns was überlegt. Wir hoffen natürlich, dass das Ganze dann noch ein bisschen besser ankommt bei euch. Am Samstag haben wir dann kurz vor Abschluss dann auch entweder ein Deckprofile oder ein Combo-Video. Je nachdem, wenn wir schon ein Deckprofile gemacht haben, versuchen wir euch da dann noch ein Combo-Video zu zeigen, damit ihr auch wisst, okay, so kann man das Deck spielen oder solche Kombos kann man damit aufbauen. Zum Wochenabschluss haben wir uns dann überlegt, dass wir euch mit ein paar Duellen bespaßen. Da könnte es aber natürlich auch sein, dass wir dann ein Deckprofile hochladen oder ein Combo-Video. Aber in erster Linie wollen wir da natürlich Duells zeigen, dass ihr seht, wie wir gegeneinander spielen, was für Decks wir spielen, was man vielleicht aus dem Deck alles rausholen kann, dass ihr da auch nochmal ein bisschen mehr Content rausziehen könnt.
Kommen wir zur dritten Kategorie. In dieser möchten wir euch unsere neuen Formate vorstellen und auf eure Wünsche eingehen. Zum einen ist es einmal dieses Kanal-Update, was ihr gerade seht. Zum anderen haben wir dann noch das Cave-Battle-Format, was wir auf diesen Kanal einführen möchten. Und zwar ist das so, dass Shinsuke und ich uns quasi duellieren. Ihr könnt dann eure Wünsche, welches Deck gegen welches Deck spielen soll, in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel jetzt Cybers gegen Crusadia. Wenn ihr in den Kommentaren ein Duell findet, was euch am meisten zusagt, also was ihr selbst euch auch wünscht, dann liked auf jeden Fall dieses Kommentar hoch, weil so sehen wir, was am favorisiertesten ist. Schreibt auch noch gerne eure Deckfallwünsche in die Kommentare. Das letzte Format, über das wir jetzt noch sprechen werden, ist einmal das Collector Battle. Dieses ähnelt den Cave Battle etwas, bloß dass es nicht um ein Duell geht, sondern um ein Duell im Unboxing-Sinne. Und zwar unboxen wir da quasi die Tinboxen, also die neuen Tinboxen von 2019, aber auch andere Sets werden wir in dem gleichen Stile unboxen. Und dieses werden wir so gestalten, wer die besseren Karten zieht, ist dann quasi der Gewinner des Collector Battles. Aber ihr könnt natürlich auch eure Favoriten, also wer eurer Meinung nach gewonnen hat, in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr euch natürlich auch noch wünschen, welche Sets wir auf diesem Kanal unboxen sollen. Dazu zählen aber auch ältere Sets. Dann kommen wir jetzt zu Kategorie 4. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen mehr auf unsere Person eingehen, wie wir YouTube und Privatleben miteinander verbinden. Und zwar wird es jetzt in den kommenden Wochen ein bisschen schwieriger, da bei mir familiär etwas ansteht. Wir machen Familiengrillen und da kommt dann ganz Familie. Und dadurch wird es dann auch ein bisschen schwieriger, das Kanal-Update Montag hochzuladen. Wir versuchen es natürlich, aber das ist dann eben halt so ein Punkt, der da ein klein bisschen im Weg steht. Dazu kommt dann noch, momentan habe ich noch keine richtige Arbeit wieder. Das wird sich aber ab Anfang September dann wieder ändern. Und da werden wir euch dann natürlich auch noch ein Update zugeben, oder eher gesagt ich, weil das ja so gesehen mein Part ist. Und da schauen wir dann einfach mal, wie das Ganze dann zusammenpasst. Bei mir war das Problem, dass Sony Vegas nicht richtig funktioniert hat. Und da ich mich da ja quasi drum kümmere mit den Schneiden etc., war das ein ziemlicher Dorn im Auge, da Sony Vegas nicht gerendert hat. Also es hat unsere Videos nicht gerendert und ist immer einen bestimmten Prozentsatz stehen geblieben. Und des Weiteren, wenn es funktioniert hat, war es halt nicht flüssig und das war ziemlich belastend, da wir natürlich auch, wenn wir ein Video aufnehmen, es auch vernünftig hochladen wollen. Und des Weiteren konnte ich durch das Problem von Sony Vegas und meiner Arbeit nicht zum Sport gehen, was ich ja eigentlich regelmäßig mache. Und dadurch, dass ich auf jeden Fall dieses Problem mit Sony Vegas fixen wollte, was wir jetzt auch natürlich hinbekommen haben zum Glück, und ja, die Videos jetzt ja, flüssig laufen und auch gerendert werden, kann ich jetzt ab nächste Woche auch endlich wieder zum Sport gehen. Natürlich muss ich das jetzt auch mit der Arbeit und dem Sport und dann noch das Schneiden der Videos irgendwie unter einen Hut bekommen. Aber das ist dann nochmal die nächste Geschichte, dort werde ich euch aber auch auf den Laufenden halten. Zudem kommt dann natürlich auch nochmal die Zeit, die wir zum Drehen brauchen, also zum Produzieren der Videos. Das ist dann natürlich auch nochmal ein Zeitfresser. Da müssen wir dann auch noch schauen, wie wir das Ganze timen, wo wir dann beide Zeit haben, um euch da eben halt dementsprechend dann die Videos aufzunehmen, um euch neuen Content zu bieten. Wir geben uns natürlich trotzdem noch Mühe, das Ganze so zu timen, dass das bei uns beiden passt, dass wir euch neue Videos hochladen können, dass ihr euch die anschauen könnt, weil wir beide machen das natürlich auch aus Spaß. Uns macht das Ganze auch Spaß. Ist für uns beide natürlich ein Hobby. Nicht als Arbeit gesehen, sondern eher als Hobby. Wir spielen auch nebenbei noch Yu-Gi-Oh! Karten, also von daher... Wenn wir dazu kommen. Aber das wird jetzt auf jeden Fall wieder folgen, da das so langsam in den Fluss reingeht, dass wir sagen können, okay, langsam groovt sich das ein, dass da auch nach und nach immer mehr Content kommt, dass wir auch genug Zeit haben, dem auch noch nachzugehen. Zu guter Letzt haben wir dann in der Kategorie noch einmal Kartensets und Kartenspoiler. Hier werden wir auch nochmal auf neu erscheinende Kartensets oder Kartenspoiler im TCG eingehen, die jetzt hier noch nicht erschienen sind, wo wir auch zum Beispiel schon Informationen haben, dass ihr da ein paar Infos rausziehen könnt, wo ihr sagen könnt, okay, die Karte kann jetzt das und das, die kann ich vielleicht in dem Deck spielen oder in dem Deck. Und bei den Sets, da könnt ihr dann vielleicht rausziehen, hier, da, das lohnt sich für mich zu kaufen oder nicht, weil ihr da ein paar Karten raushaben möchtet, damit ihr euer Deck verbessern könnt oder eben halt auch eure Sammlung erweitern könnt. Dann kommen wir zur Kategorie 5. In dieser möchten wir immer die Idee der Woche ansprechen. Das bedeutet halt, dass wir uns immer eine Idee ausdenken, einmal pro Woche, in der wir quasi jetzt zum Beispiel Sachen ansprechen, die wir uns im Konami-Kartenspiel vorstellen können. Dann komme ich zu meiner Idee der Woche. Nächstes Mal ist dann der Shinsuke dran. Und ich habe mir in dieser Folge überlegt, dass man eigentlich Link-Monster auch zu Empfänger machen könnte. Ihr fragt euch natürlich, wie sollte das gehen, da sie keine Stufe haben. Und ja, es macht dann natürlich gar keinen Sinn, wie soll man damit eine Synchro machen. Ich habe mir dann aber so überlegt, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir einen Link 1 Monster haben, der den Pfeil nach unten hat und halt in ihrer Extrazone liegt. Dass wenn dort ein Monster drin liegt in ihrer Zone, sagen wir jetzt mal der Stufe 3, dass dann das Link Monster den Karteneffekt hat, dass sie auch zur Stufe 3 wird und gleichzeitig halt ein Empfänger ist. Und dann könnte man quasi
Synchro machen, der Stufe 6. Und ja, man kann das natürlich auch noch weiterspinnen und sagen, dass er andere Monster zu Empfängern macht, statt dann zu sagen, dass er der Empfänger ist. Ihr könnt ja mal gerne eine Diskussion in den Kommentaren starten, was ihr davon haltet. Und das nächste Mal ist dann auch der Shinsuke dran, der dann eine nächste Idee vorstellen wird. Aber in der Zeit geht es dann erstmal um die Link-Empfänger-Stufen-Idee. Jetzt kommen wir zur vorletzten Kategorie und das ist die Nummer 6. Zuallererst wollten wir beide erstmal Danke sagen. Wir wollen natürlich auch Danke sagen für die ganzen Kommentare, die ihr hinterlassen habt. Das zeigt uns natürlich, dass wir unsere Arbeit auch richtig machen. Das zeigt uns natürlich auch, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben. Da arbeiten wir natürlich stetig dran. Aber wie man es zum Beispiel in der Gamer-Community sieht, da haten sich die Leute immer alle gegenseitig, weil sie dem anderen das nicht gönnen. Und hier in der Yu-Gi-Oh!-Community, da sieht man, dass jeder hilfsbereit ist, jeder hilft dem anderen. Und das gefällt uns halt extrem gut und dafür wollten wir auch einfach mal Danke sagen. Riesiger Dank an die Yu-Gi-Oh! Community. Macht weiter so und bleibt so, wie ihr seid. Natürlich würden wir uns auch wünschen, dass ihr uns weiter Feedback da lasst, damit wir uns weiter entwickeln und weiter voranschreiten, weil das bringt uns natürlich am meisten voran. Wir machen das Ganze ja natürlich auch für euch, dass ihr euch das gerne anschaut und wir sehen, okay, das kommt gut an. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, wo wir sagen, das freut uns mega, wenn ihr da immer weiter Feedback gebt, weil wir uns dadurch eben halt weiterentwickeln können. Und jetzt kommen wir zu unserer heiligsten Kategorie. Schreibt eure Fragen in die Kommentare mit dem Hashtag CollectorQuestion. Werden wir oben auch nochmal einblenden. Und im nächsten Kanal-Update werden wir diese dann beantworten. Schreibt gerne alle eure Fragen ins Kommentarfeld. Wir sammeln diese dann und werden die dann im nächsten Kanal-Update beantworten. Da wir das natürlich im Anschluss aufnehmen, können wir nur einen bestimmten Zeitraum abdecken, wie zum Beispiel von Montag bis Donnerstag. Macht euch aber keine Sorgen, wir werden auch die Fragen beantworten, die von Freitag bis Samstag gestellt wurden. Die werden dann aber erst im darauffolgenden Kanal-Update beantwortet, dass ihr da schon mal eine grobe Richtung habt, wie das Ganze ablaufen wird. Das war soweit erstmal zu unserem ersten Kanal-Update. Schreibt uns gerne nochmal in die Kommentare, falls ihr Verbesserungsvorschläge für einzelne Kategorien habt. Die Überpunkte bleiben natürlich gleich. Das nächste Video wird auch nicht ganz so lang gezogen werden wie das hier. Da wir ja jetzt gerade das Ganze das erste Mal erst machen und euch das vorstellen. Aber so habt ihr schon mal eine grobe Richtung und wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare schon mal. Und wenn euch unser Yu-Gi-Oh! Content gefällt, lasst ein kostenloses Abo da, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und was uns noch weiterhelfen würde, teilt unseren Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Wiederschauen. Reingehauen. Wir euch ein neues Format näher bringen. Das war ja, Digga, ich war gerade voll gut drin. Mach los. Werden wir das Kanal-Update jeden Montag hochladen, dass ihr da dementsprechend auch mit euren. Ich hatte gerade den Kopf, so du fängst an und ich sag so ganz random, ich bin Rattenhard. Mann! Du warst so perfekt drin, Digga! Kann ich, Digga. Ja, ich weiß, ich bin genauso scheiße. In der vierten Kategorie wird es dann um den Ablauf.